Now we are about to welcome Dr. Wojciech Jasiński. We have him between us, yes. He's a historian, philologist, member of the Historical Faculty of the Adam Mickiewicz University in Poznań. He's member of a Polish-Czech Scholar Society, and his field of study is obviously history of Bohemia in Middle Ages, history of Papacy in Middle Ages, also the period of Władysław II, Jagiełło, establishment of the church institutions, and obviously also a Christian's legend. He will deliver the paper in German language. Der Titel wird Die Rhythmik von 4. und 5. Kapitel der Christianslegende in die Perspektive des ganzen Textes. Dr. Jasiński, bitte sehr. Vielen Dank. Ich werde am Anfang hier den meinen Präsentation einleiten. Soll. Wir sehen es. Das soll jetzt, ist es ja, ganz auf dem Bildschirm? Ja, alles ja, okay. In Ordnung. Also, sehr geehrte Damen und Herren, die Christian-Legende, die von mir vorgetragen wird, gehört zu einer der umstrittensten Übermittlungen der frühmittelalterlichen böhmischen Historiographie. Worin besteht diese Auseinandersetzung? Dieser Text enthält eine umfangreiche Beschreibung von Leben und Tod der vier Heiligen, und zwar der heiligen Kirill und Method, den heiligen Ludmilla und des heiligen Wenzel, sowie dessen Dieners Polybens. Das Werk wurde von einem mysteriösen Christian verfasst, der sich als Böhme, Mönch und Verwandter des heiligen Adalbert bezeichnete. Leider verfügen wir über kein Original, sondern nur über eine sehr späte komplette Kopie, die sogar auf das 4. Jahrhundert zurückgeht. Außerdem schilderte Christian sowohl mythische als auch historische Ursprünge Böhmens und stellte die Geburt der böhmischen Kirche dar. Die Christian-Legende ist gleichzeitig das längste lateinische mittelalterliche Werk über das Leben der böhmischen Fürstin Ludmilla. Diese einzige Quelle von so großer Bedeutung hat jedoch eine erregte, langjährige Diskussion um die Echtheit und den Verfasser des Werkes ausgelöst. Zu den Faktoren, die zu großem Interesse an der Christian-Legende zusätzlich beigetragen haben, gehören meiner Meinung nach wenige schriftliche Quellen über diesen geschichtlichen Zeitabschnitt, wenige Informationen über den über die Anfänge der böhmischen Geschichte. Das Werk erzählt über die wichtigsten böhmischen Personen aus den älteren Zeiten und ist mit ihren verbunden. Die Forschungen der Historiker an der Christian-Legende stellen sich kurz und vereinfacht wie folgt dar. Die Christian-Legende wurde Mitte des 17. Jahrhunderts entdeckt und kurz danach zu einem heiß diskutierten Thema. Sofort nach ihrer Erscheinung waren die Historiker der Meinung, es mit dem authentischen im 10. Jahrhundert niedergeschriebenen Text zu tun zu haben. Später haben einige Historiker, darunter der berühmte Josef Dabrowski, an der Echtheit der Christian-Legende Zweifel geäußert. Zum großen Verteidiger dieser Abschrift wurde Josef Pekasz. In vielen seiner Arbeiten und Analysen weist er nach, dass die Christian-Legende im 10. Jahrhundert von Christian, dem Sohn Bolesławs I., des Grausamen niedergeschrieben worden war. Später hat er jedoch seine Meinung geändert und den heiligen Adalbert aus dem Geschlecht der Slavnikiden als Christian Verwandten angegeben. An der Diskussion hat sich Václav Novotný teilgenommen, dessen Meinung nach sei Christians Abschrift eine Fälschung. Dann hat sich Václav Halopecký, Pekaschs Schüler, der Diskussion angeschlossen. Er hat die Stellung seines Meisters bezogen und die Christianslegende als ein im 10. Jahrhundert niedergeschriebenes Werk anerkannt. Im Gegensatz zu Pekasz hat er die
Zusammenhänge zwischen dem heiligen Wenzel gewidmeten Werk unterschiedlich wahrgenommen, was zur verstärkten Kritik an der Echtheit der umstrittenen Überlieferung kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges seitens seiner Historiker Zawisz Kalandra und Rudolf Urbanek beigetragen hat. Ihre Thesen wurden vom lateinischen Philologen Jarosław Ludwikowski heftig kritisiert. Der Lateinist aus Brno hat in einer Reihe von Artikeln und linguistischen Analysen, darunter auch den Cursus Analysen, beweisen, dass Christians Schrift auf das 10. Jahrhundert zurückführen ist. Dann hat sich Zdeněk Fiala, Leiter des Lehrstuhls für Hilfswissenschaften der Geschichte und Archivwissenschaft, der Diskussion angeschlossen. Aufgrund seiner eigenen Analysen ist er zur Überzeugung gekommen, dass Christians Legende eine Fälschung ist. Auch Dusan Trzeci hat an dieser Auseinandersetzung teilgenommen. Seiner Meinung nach sind Christians Werke als authentisch anzusehen, solange keine überzeugenden Beweise gegen ihre Echtheit eingefunden werden. Er selbst hat die Schriften als echt anerkannt. Ähnlicher Meinung waren auch andere tschechischen Historiker. Letztens haben sich Petr Kubin und David Kalhaus an der Diskussion über die Christianslegende beteiligt. Der erste versuchte zu beweisen, dass das vorliegende Werk im 12. Jahrhundert niedergeschrieben wurde, um Pilger ins St. Georg Kloster auf der Prager Burg anzuziehen, um es beim Wiederaufbau nach der Brandzerstörung zu unterstützen. Außerdem hat die Echtheit Christian Werk verteidigt und den Thesen Trzeciks zugestimmt. Mein Buch und der Rhythmus der Christianslegende. Vor kurzem habe ich das Buch Christians Legende, authentisches Werk oder Mystifikation, Leben und Märtyrer der Tod des heiligen Wenzel und der heiligen Ludmilla im Licht der historiografischen und philologischen Analyse, Quellenstudium, veröffentlicht. Es stützt sich auf meine Dissertation, die ich im Jahre 2018 an der Adam Mickiewicz-Universität in Posen verteidigt habe. In meiner Doktorarbeit habe ich mich vor allem mit der historischen und philologischen Analyse der Schrift Christians und anderer, dem ewigen böhmischen Fürsten gewidmeten Werke beschäftigt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Christianslegende ein authentisches Werk ist, das am Ende des 10. Jahrhunderts von Christian, dem Regensburger Mönch und Sohn Boleslaw I., des Grausamen niedergeschrieben wurde. Im Rahmen meiner Forschung habe ich die Christianslegende der rhythmischen Analyse unterzogen, ohne das 4. und 5. Kapitel tiefgründig zu erforschen. Ich habe mich vor allem auf den Prolog, das heißt auch auf den Traum des heiligen Wenzels und auf die Beschreibung seiner Märtyrers dort konzentrieren. Ist diese Feststellung auch dem 4. und 5. Kapitel zugeschrieben? Heute versuche ich, diese Frage zu beantworten. Bevor ich aber damit anfange, fasse ich kurz meine Schlussfolgerungen bezüglich der Rhythmus zusammen, zu denen ich in meinem Buch gekommen bin. Die Forschungsergebnisse und die von Jarosław Ludwikowski verwendeten Forschungsmethoden der Kursusanalyse obsolet geworden. Christian hatte verschiedene Einstellungen zu den von ihm verwendeten Schriften, was am besten durch zwei völlig unterschiedliche Einstellungen, und zwar zur Gumput-Legende und zum Werk Crescente Fide, dargestellt wird. Vom ersten Werk hat er den Traum des heiligen Wenzels kopiert, das zweite dagegen wurde mehrmals grundlegend überarbeitet.
Am wichtigsten ist jedoch der Nachweis darüber, dass der Rhythmus in der Christianslegende nicht gleichbleibend ist, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht aus der Feder eines und desselben Verfassers stammt. Rhythmus dafür des vierten und fünften Kapitels. Ich habe den Rhythmus des vierten und fünften Kapitels in Bezug auf seine Zahl und Form analysiert. In meinen Forschungen habe ich mich auf die Christianslegende aus dem Kodex G5 gestützt, der im Archiv auf der Prager Burg aufbewahrt ist, und die Jaroslaw-Dudikowskis Zeichensetzung übernommen. Im vierten und fünften Kapitel hat Christian rhythmische und unrhythmische Kadenzen abwechselnd verwendet. Der allgemeine Rhythmusanteil bestätigt ca. 50%. Bei der Analyse dieser Texte bin ich oft an den Phänomenen begegnet, die auch an anderen Stellen von Christians Werk zu bemerken sind. Zum Beispiel dem Gebrauch von Eigennamen für die Kadenz oder der Möglichkeit, die Wortordnung zu wechseln, um eine rhythmische Kadenz zu gestalten. Von 132 möglichen Kadenzen hat Christian 66 rhythmischen, 66 rhythmischen aufgeschrieben. Darunter sind 27 Cursus Planus und 21 Cursus Tardus. Außerdem hat er 8 Cursus Velox und 10 Cursus Trispondaicus geschaffen. Der Rhythmus des fünften Kapitels sieht anders aus. Hier hat Christian rhythmische und unrhythmische Kadenzen gesammelt und verflochten. Und was interessant ist, charakterisiert sich das erste, das Schicksal Wenzels beschriebene Fragment durch etwas mehr rhythmische Kadenzen, als dies in der Beschreibung der Translation der heiligen Ludmilla der Fall ist. In diesem Werkteil bestätigt die Zahl der rhythmischen Kadenzen, wie im vierten Kapitel, knapp über 51%. Von den 257 Versen fehlen 132 im Rhythmus ab. Christians hat 53 Cursus Planus, 28 Cursus Tardus, 17 Cursus Velox und 34 Cursus Trispondaicus gestaltet. Zusammenfassend kann man feststellen, dass er am meisten Cursus Planus eingesetzt hat, sowohl im vierten als auch im fünften Kapitel. Im vierten Kapitel ist Cursus Tardus die zweitbevorzugte Form, wogegen im fünften Kapitel Cursus Trispondaicus an der zweiten Stelle steht. Der charakteristische Cursus Velox gehört zu Christians weltesten Formen nicht, was durch seine wenige Verwendung im Text zu bemerken ist. Zusammenfassung. Wenn man das vierte und fünfte Kapitel des vorliegenden Textes zusammenfasst, kann man feststellen, dass ihr Verfasser der Mönch Christian ist. Jedes davon charakterisiert sich durch einen etwas anderen Rhythmus und eine andere Einstellung zur Beschreibung des Traums des heiligen Wenzels vom dritten Kapitel. Der Regensburger Mönch hat aber nicht an jeder Stelle Rhythmen verwendet, wie auch in anderen Werkteilen zu bemerken ist. Ansonsten habe ich das fünfte Kapitel analysiert in Bezug auf die Aufteilung in die kurze Beschreibung des Lebens des heiligen Wenzel und der Translation des Körpers der heiligen Ludmilla, des sogenannten Recordatus. Zwischen den beiden Beschreibungen gibt es keine großen Unterschiede, was den Rhythmus anbetrifft. In meinem der Christians Legende gewidmeten Buch bin ich zur folgenden Schlussfolgerung gekommen. Am wichtigsten ist der Nachweis darüber, dass der Rhythmus in der Christians Legende nicht gleichbleibend ist, was jedoch nicht bedeutet, dass sie nicht aus der Feder ein und desselben Verfassers stammt. Nach der Analyse des vierten und fünften Kapitels bleibe ich
derselben Meinung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Raschinski. Und ja, wir eigentlich werden über Christians Legende noch viel sprechen. Und es ist eigentlich wirklich ein interessantes Thema. Jetzt ist, glaube ich, Zeit für einige Diskussionen. Und wir haben hier Professor Kubin. Entschuldigung, hören wir Professor Kubin auch online oder ich bin nicht sicher. Bitte? Das ist für Techniker. Hören wir Professor Kubin online? Ja, gut. Gut, Entschuldigung. Vielen Dank für Ihre Arbeit, Herr Kollege. Ich habe Ihr Buch sorgfältig gelesen und ich werde darüber noch sprechen in meinem Referat nachher. Trotzdem danke ich, dass Sie weiter darüber arbeiten. Ich werde dazu meine noch später sagen. Und ich will Ihnen noch auch bedanken, dass Sie auf die Sache hingewiesen, dass Christian einen Intertext enthält, und zwar ein großer Intertext von Gumpolds Legende, was bedeutet mit anderen Worten, dass Christian kein homogener Text ist. Das stimmt, ja. Ja, das freut mich sehr und ich werde später in meinem Vortrag vielleicht noch später darüber noch sprechen. Also bis einstweilen. Danke sehr. Vielen Dank, Professor Kubin.